mit Beleuchtungseffekt gearbeitet in Photoshop. Hier und da gibt es noch ein paar Texturen, also wo ich halt Lichtkanten gesetzt habe oder um Objekte halt irgendwie zu modellieren, Lichtkanten, Schattenkanten gesetzt. Oder aber auch manchmal irgendeinen komischen Texturstempel benutzt habe, wie hier auf dem Boden, um Schmutz zu erzeugen. Aber die Ineffizienz und Fehleranfälligkeit dieser Arbeitsweise offenbart sich hier in den Stufen der Treppe, wo sich die Linien auf ganz hässliche Weise berühren, weil kein Auswahlwerkzeug da mehr reinkam. Gott sei Dank hatte ich für Harveys neue Augen ein Zeichentablett. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So schlimm finde ich es jetzt auch nicht, weil man könnte auch einfach sagen, dass das Schmutz symbolisiert, dass die einfach verschmutzt sind an der Stelle. Hier ist noch ein Fenster, geht zu Saloon, Haustür. Ich guck mal, was bei die Pflanzen. Es ist ein ganz schön großes Haus hier. Die hat nicht schlecht gelebt. Hier ist alles tot. Nehmen. Wozu? Die ist tot. Okay, dann lassen wir das Kannst du mal. mir sagen, wo der Kompost ist? Ich bin der Kompost. Oh. Oh, das ist natürlich doof. Mäntel. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Nehmen. Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Reden. Oh, Quatsch. Reden. Hallo? Mäntel des Schweigens. Und benutzen. Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Ja, vielleicht ist da was Cooles drin in den Mänteln. Weiß man ja nicht. Spiegel. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Ich benutze den mal. Er ist unbrauchbar. Du könntest auch einfach drüber wischen, dann wäre er wieder ganz. Reden. Hallo? Ist Edna da? Sie kommt wohl heute nicht mehr raus. Okay, also das war. Ich gehe mal nach oben zuerst. Obwohl, nee, ich geh erstmal hier rein. Zu. Also das ist die Haustür. Okay, dann gehen wir erstmal in den Salon rein. Ein Salon? Wow, der muss ganz schön groß sein, oder? Ach so, okay. Einfach nur eine Stube. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Ich erinnere mich an dieses. Okay, ja, Es das haben zeigt wir. die Landschaft aus der Wurst. Ich überlege gerade, wie ich glaube, das Papa hier eine brauchte den mit ganzen Wurstwerbung. Tag, um es genau gerade hinzuhängen. Ich brauchte nur Sekunden, um es zu verrücken. Wir waren ein eingespieltes Team. Ach ja. Ich kann nicht. Der Anblick lässt mich verstummen. Benutzen. Nein, dahinter ist kein Tresor. Ich probiere einfach mal alles aus, damit ihr seht. Dieses Gemälde war Schiedsrichter in so manchem al dente-Test. Wenn die Klößchen hängen bleiben, ist die Suppe al dente. Okay. Au ja! Lass uns ein paar Löcher in die Leinwand kneifen. Bitte nicht. Alles soll so bleiben wie früher. Ach ja, die Edna wird anscheinend ein bisschen vernünftig. Lass uns die Wände nach geheimen Räumen abklopfen. Ich würde gern erst einmal die nicht geheimen Räume abklopfen. Mein Zimmer zum Beispiel. Da hast du allerdings recht, das würde ich auch gern sehen. Ich probiere es trotzdem mal, auch wenn. Oh ja! Lass uns ein paar Löcher in die Leinwand schneiden. Bitte nicht. Alles soll so bleiben wie früher. Okay, ich kann nicht draufschreiben. Mathis ist weg! Jetzt können wir es endlich verschönern! Ich weiß nicht, Harf. Es erinnert mich an früher. Ist auch sehr taktlos zu sagen, Mathis ist weg, Harvey. So. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Ansehen. Der alte Achso, Mahagoni. gut, das hat man. Nehmen ist natürlich. Der Tisch ist zu schwer. Du würdest ihn doch eh stehen lassen. Erinnerst du dich noch? Ich wollte nie meine Thunfischsuppe essen. Wie könnte ich das vergessen? Du hast sie gesammelt, aufbewahrt und dann eine super Wasserbombe damit befüllt. Alfred hat noch Wochen später gestunken. Boah, das ist böse. Okay, benutzen. Ich kann mich jetzt nicht setzen. Die Zeit wird knapp. Ich kann auch gar nicht, mir fällt es gerade auch so auf, dass ich das Kommentieren natürlich jetzt gerade so ein bisschen. Aber was soll man dazu sagen? Edna ist total schlecht drauf und die Stimmung ist ja doch schon bedrückend. Ach, Pogi, mir fehlen die Worte. So, und wer sich immer gefragt hat, was für eine Existenzberechtigung hat dieser Raum,
Für den habe ich eine ganz besondere, überraschende Geschichte auf Lager. Und zwar gibt es tatsächlich ein Konzept für ein Intro, das im Hause der Konrads spielt, in Ednas Kindheit, wo Dr. Marcel, Alfred, Mattis und Edna zusammen am Tisch rumsitzen und Edna sich benehmen soll. Harvey aber die ganze Zeit über so rumalbert, dass Edna als verhaltensauffällig eingestuft wird von Dr. Marcel, der sehr erbost wird, und Mattis, der halt auch sehr erbost wird, weil Edna quasi ihn blamiert und sie dann gezwungen wird, irgendwelche Pillen zu schlucken. Das sollte tatsächlich mal das Intro werden, hatte ich mir so überlegt. Aber dann ist mir diese coole Sache mit der Tentakel-Edna eingefallen und dann habe ich lieber die gemacht. Komisch, dass mich nie jemand drauf angesprochen hat. Übrigens, besonders mag ich den Text für das Gemälde im Hintergrund, wo Edna sagt, also wie ganz selbstverständlich sagt, ach ja, und das ist ja auch das Bild aus der Wurstwerbung, weil ich da hinten die Rügenwalder Mühle gezeichnet habe. Ah, alles klar, okay. Ja. Jetzt hab ich's. Fun Fact. Ja, da gab's ja auch irgendwie so einen Skandal mit der Rügenwalder Mühle, soweit ich Wurst, war das Rügenwalder? Oder war das Maika? Ich weiß, irgendwer hat bei irgendwas gab es einen Wurstskandal. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich guck mal zur Verandatür. Ist auch nicht so wichtig jetzt. Ne? Ich kann die Terrasse sehen. Naja, sehen ist übertrieben. Ich kann sie erahnen, weil ich weiß, dass sie da draußen irgendwo sein muss. Ich sag's mal so, als ich hoffe, man diese ganzen Dinge, die nie reingekommen sind, es wäre cool, wenn es die im Endeffekt noch so als Special Zeug gäbe. Das ist bereits meine, glaube ich. Reden? Hallo? Ist da draußen jemand? Theoretisch könnte da jemand direkt vor mir stehen. Ich würde ihn nicht sehen. Okay, wir gehen mal wieder raus hier, weil hier gibt's ja sonst nicht so viel zu tun. Und begeben uns mal nach oben. Hui. So, bevor wir uns hier auch weiter umsehen, mache ich noch mal eine ganz kleine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Und damit herzlich willkommen zurück. Da bin ich wieder und es geht auch weiter. Ja, ich muss es ein bisschen, wenn ich jetzt schon so eine riesen Aufnahme mache, möchte ich dazwischen auch ab und zu mal eine kleine Pause machen, deswegen. Oh, was ist denn das für ein Raum? Ach nee. Zeigt nicht, dass es Ednas Zimmer. Das wäre ja voll geil, weil ich nehme mal das Handy vom Tisch, weil es könnte passieren, dass ich gleich eine SMS kriege. Nicht, dass ihr das zu laut hört. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Dachräume auch von Harry Potter und so, diese Wohnräume, habe ich immer vorgestellt, dass es total geil wäre, so einmal zu wohnen. Ja, es gibt dann einfach das Gefühl von Einfachheit, von Zufriedenheit oder so. Natürlich. Was finden wir denn? Das Zimmer, ein Feuerzeug. Ansehen. Schauen wir an. Feuerzeug. Das Feuerzeug meines Vaters. Nicht so melancholisch, Edna. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Ach. Oh. Genau, die SMS habe ich gemeint. Okay, dann Poki. Ja, hat sich die Texte für die Zimmer von Ednas altem Haus geschrieben habe, weiß ich noch, dass ich selbst ganz nostalgisch, wehmütig, melancholisch geworden bin. So, als hätte ich wirklich selbst früher darin gelebt. Also es stimmt zwar, dass ich die Objekttexte, die ganzen, erst über ein Jahr später geschrieben habe, nachdem, stimmt das überhaupt? Ein Jahr? Ja, zumindest ein halbes Jahr, ein Jahr. Ich habe sie in zwei Phasen geschrieben, nachdem ich die Hintergründe gezeichnet hatte, aber trotzdem da drin rumzugeistern und mir alles anzugucken, was man ja tatsächlich macht, wenn man die Texte schreibt, und dazu quasi in Ednas Erinnerung zu wühlen, da kam vieles so unglaublich selbstverständlich. Also ich kannte ja Ednas Geschichte sozusagen, und sich dann vorzustellen, wie sie halt mit diesen Gegenständen in Mattis Studierzimmer nicht spielen durfte, hatte für mich halt irgendwie was seltsam Reales, dass ich halt selbst auch ganz traurig wurde, dass es jetzt halt gar keinen Sinn mehr macht, damit zu spielen, wo Edna das ganze Spiel über mit Sachen, mit Gegenständen halt rumgealbert hat, kommt sie jetzt in das Studierzimmer ihres Vaters, an das sie sich erinnern kann, wo sie halt wirklich noch ein kleines Kind war, und es macht keinen Sinn mehr, mit den Sachen zu spielen. Ihr Vater ist tot, derjenige, der das verboten hat. Vielleicht schaffe ich jetzt einen Schaudern.
Ach ja, Poki, mach doch mal ein schönes Spiel, mach doch mal, also, ne, zumindest nicht mal, aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei Pokis Spiel ist irgendwie am Ende immer Drama dabei. Das war die Schreibfeder meines Vaters. Ach, Mathis. Nehmen? Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Ach, das ist das Vaterzimmer, alles klar. Wenn du mir doch nur sagen könntest, was damals vorgefallen ist. Benutze. Huch. Nein, benutze. Feder. Das steht mir nicht zu. Na, wenigstens hat er noch so viel... klar, natürlich hat er... Mein Vater hat manchmal so lange gearbeitet, dass solche Kerzen ganz runterbrannten. Das ist krass. Sie gehört auf das Pult meines Vaters. Ist Kronk dein Papa oder wie? Ja, tut mir leid. Ob Mathis da, wo er jetzt ist, auch Licht hat? Na, auf jeden Fall. Am Himmel gibt's genug Licht. Mathis hat mir verboten zu zündeln. Aber Mathis ist nicht hier. Also, ich zünde sie für Mathis an. Später. Wieso später? Wir brauchen das Feuer jetzt. War der nicht immer viel größer? Nehmen. Ich werde hier später umdekorieren. Reden? Darf ich kurz stören? Nein. Ich bin beschäftigt. Benutzen? Meine Hausaufgaben sind so gut wie fertig. Oh. Stuhl. War der nicht immer viel größer? Nein, du bist größer geworden. Der gehört hierhin. Ich sollte ihn nicht entfernen. Du bist erwachsen geworden. Also. Hallo, Stuhl. Ich bin zurück. Benutzen. Bald kann ich mich ausruhen. Ich muss nur noch in mein Zimmer, um meine Erinnerung wiederherzustellen. Okay. Na dann. Da ist ein Foto. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Oh, nehmen? Ich habe es meinem Vater geschenkt und es sollte auch bei ihm bleiben. Reden? Willst du mir etwas sagen, Edna? Deine Schuld, deine Schuld, deine Schuld! Ah, nein! Hör auf damit! Ach ja, ich geh mal raus. Er steht, er geht zu Arbeitszimmer, geht zu Schulzimmer. Jetzt erzähl mir nicht, das Schulzimmer war im Haus des Vaters. Krass. Ja, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, hier in diesen Klassenraum wieder zurückzukommen, hoffe ich. Es ist ja nicht so vollständig, hundertprozentig ausgesprochen gewesen, dass dieser Privatunterricht, den Edna und Alfred haben, im Hause der Konrads stattgefunden hat. Und es ist auch ein bisschen surreal, glaube ich, einfach diese Aneinanderreihung von Erinnerungen, die wir schon mal gesehen haben, halt jetzt in diesem zerstörten Zustand nochmal wiederzusehen. Und irgendwie bringt das Ednas Lebensumständen von damals halt so eine ganz neue Note, ja, die man, glaube ich, hauptsächlich fühlen und nicht erklären kann. Ich versuche mich nur gerade über eine Erklärung rumzulavieren. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, oder? Klassenzimmer für Privatunterricht im Elternhaus. Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Nee. Sorry dafür. Also Edna ist anscheinend eine sehr reiche Person in ihrer Kindheit gewesen. War der nicht immer viel größer? Edna, die Welt ist klein geworden. War der nicht immer viel... Okay, kennen wir schon. Nehmen? Ich werde hier später umdekorieren. Reden? Darf ich kurz stören? Nein. Ich bin beschäftigt. Benutzen. Meine Hausaufgaben sind so gut wie fertig. Okay, guck mal den Schrank an. Vielleicht ist da noch irgendwas Interessantes drin. Ach ja. Puh. Nehmen, komm schon. Den will ich nun wirklich nicht. Na los, Edna. Komm, wir stellen uns deiner Vergangenheit. Hallo? Ist da noch jemand drin? Das wäre jetzt schlimm gewesen. Nein! Ich meine, nein. Doch, Edna, mach ihn auf. Erinnerst du dich an diesen Schrank, Harvey? Ich kann immer noch nicht glauben, was dir diese Verbrecher angetan haben. Na okay, Stuhl. Das ist der Stuhl vom alten Hornbusch. Nehmen? Ne, Quatsch. Nehmen? Dieses Zimmer werde ich vollkommen neu einrichten. Aber erst muss ich meine Erinnerung zurückhaben. Die holen wir uns, Edna. Okay, wir gucken mal den Globus schnell mal an.
Weil mit Stühlen reden und so ist es ja... Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Nehmen? Bin ich Atlas oder was? Natürlich bist du Atlas. Hallo Welt! Hörst du mich? Geh aus der Leitung, ich rede gerade mit Venus. Ja, Edna, die Welt hört dich. Yo. Ich bin genau hier zu Hause. Ach ja, Tafel. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. War sie das? Ah, meine empfindlichen Ohren. Ups, sorry, kleiner Kumpel. Was hat sie gemacht? Ich räume später um. Okay. Den Totenschädel können wir nicht angucken, das Regal auch nicht. Hier, guck mal, können wir vielleicht noch auf dem Jahrmarkt gucken? Moment mal, da draußen ist ja nur Wald. Ey, soll ich sehen? Moment mal, da draußen ist ja nur Wald. Ey, ich will das sehen. Wo ist der Jahrmarkt, von dem du mir erzählt hast? Der ist wohl weitergezogen. Und der Eisladen? Muss zugemacht haben. Und der See? Umgekippt. Alles klar. Das gehört mir schon, glaube ich. Und der See umgekippt. Okay. Gehe zu Bad. Oh. Na gut, hier möchte, glaube ich, keiner mehr wirklich baden. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Okay, das ist dasselbe wie unten. Hier kann man nichts machen. Ansehen, Waschbecken. Da habe ich mich immer ums Zähneputzen gedrückt. Ich versuche auch gar nicht das irgendwas... Das gehört mir bereits, glaube ich. Ich versuche auch gar nicht irgendwas voll zu malen oder voll zu kritzeln hier, weil ich glaube, Edna wird eh bei Hallo? Allen sagen nein. Jemand zu Hause? Und benutzen? Hat er da... Das Wasser ist wohl abgestellt. Hat er an der Tür geklingelt? Ich hoffe, mein Bruder macht einfach mal auf. Okay. Dieses Zimmer lässt sich ja gar nicht in der Vergangenheit erleben. In keiner Tempomorph-Szene taucht dieses Badezimmer auf. Man kann sich aber, glaube ich, einfach ganz gut vorstellen, wie die kleine Edna damals, das ist ja auch ein sehr persönliches Zimmer, sich hier die Zähne geputzt hat. Ich glaube, es gibt auch ein paar entsprechende Kommentare dazu.